Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Video von Equestrian Dead Game. Und wir sammeln ein bisschen die Sachen ein und wir machen das ein bisschen leiser, vielleicht, so genau. Und ja, es ist ein neues Update reingekommen, denn wir können jetzt züchten und das möchten wir natürlich ausprobieren. Und deswegen machen wir es gerade gleich so schnell. Open Slots. Mares. Ich würde einfach das hier nehmen. Also Lille. Und Ares. Können wir ja machen. Das dauert 4 Tage, 18 Stunden und es kostet uns 3000 Dinger. Ja, wir machen es einfach und mal sehen, was da rauskommt. Wie viel? Ach, okay, wir können nicht beschleunigen. Okay, dann warten wir in den nächsten 4 Tagen und schauen uns mal an, was da so rausgekommen ist. Und wir machen die neuen Tiers und wir machen erstmal das mit den Ponys, weil why not? Also wir nehmen einfach unser kleinen Friesen. Oder Welsh? Ich weiß es nicht mehr. Ist es ein Friese? Ist es ein Welsh? Super! Okay. Dann hier. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht mehr so viel gespielt. In den letzten Wochen, Monate. Weil ich irgendwie nicht mehr so viel zu tun hatte. Also immer Pferde zu kaufen und so weiter. Oh, gut, Level 4. Super, und ja, ich habe die Saisons-Dings nicht gemacht. Wir nehmen einfach mal hier unser Araber. Ist ja auch gut. Es sind halt minimale Sprünge, wirklich. Mini, mini, mini. Ah. Super. Supi. So. Jetzt das letzte Sprung. Und man kann auch am Strand gehen jetzt, weil das ist jetzt das neue Update. Wie viel kostet das eigentlich? Muss ich mir einfach das hier kaufen und dann habe ich den Pass oder was? Ich habe es nie verstanden. Get the Season Pass. Ja, hier. Keine Ahnung. I don't know. Wir gehen einfach zum Strand. Mit Athena. Hier haben wir den mediterranen Training Platz. Und dann können wir auch am Strand ausreiten gehen. Und das machen wir einfach mal. Mit unserer kleinen Athena. Schaut euch mal, wie süß. Das machen wir mal. Okay. Das sieht so hübsch aus. Ich finde es halt schade, dass man die Kamera nicht so
unabhängig von diesen Dings da oben drehen kann. Das finde ich sehr schade. Oh, müssen wir durchs Wasser? Athena, hast du Angst vor Wasser? Nee, chillig. Super. Okay, feines Mäuschen. Okay. Oh, habt ihr den Adler gehört? Das ist immer geil. Und dahinter so dieser Gebäude. Oder dieses Gebäude. Oh, da hinten ist auch so ein. Das sieht von Weitem aus so wie in der Hacienda. So in Spanien oder so. Das sieht einfach so aus. Aber ich glaube, was ist das? Ich weiß es nicht. Das schauen wir uns mehr an. Kann man da reingehen? Wir erkunden einfach ein bisschen. Nee, hier kann man nicht rein und ich habe mich reingebackt. Ja, geh nach hinten. Du doofes Ding. Was ist denn da drin? Nix. Okay. So, dann gehen wir einfach wieder den Trailer da machen. Super. Los, Athena, du schaffst das. Super. Wieder durchs Wasser. Okay. Das ist einfach mega entspannend. Irgendwie. Wir haben hier gar keine Sprünge. Komischerweise. Das sind Regenbogen, Regenschirme. Sonnenschirme. Ah. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück und schauen mal, was Athena so bekommen hat. Und zwar nichts. Okay, alles klar. Und gut. Es verkürzt sich. 14 Stunden weniger braucht es dann. Okay. Aber ja, ihr Lieben, das war's jetzt wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Klickt hier zu einem weiteren Video und hier zur Equestrian Playlist. Und hier könnt ihr abonnieren und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin macht's gut. Bye, bye.